Anni, du bist so toll auf dem Platz, selbst mein Essen kommt gleich hoch, um dich spielen zu sehen. Ja, Bayern dann wieder Meister, Glückwunsch, ne? Emotionen bei dieser Meisterfeier auf dem Platz, ne? Wie bei der Formel 1 nach dem 134. Rennsieg von Lewis Hamilton. Ach, Emotion mit einer Natürlichkeit eines Harald Glöcklers. Die Bayern-Meisterfeier hat so ein bisschen gewirkt wie damals, ne? Wenn du so in der Aula warst, in der Schule, hast du die Stühle in der Reihe, ne? Einfach gestellt. Wenn du nach der Meisterschaftsfeier nur Auto fahren kannst, dann weißt du Bescheid. Der Müller rollt da raus mit seinem Auto, wo ich gedacht habe, warum wird er nicht getragen vom Lewandowski und vom Neuer? Schön raus, die Reporter. Herr Müller, was ist los? Ist irgendwas gebrochen? Und der Müller so, nee, aber brechen ist ein gutes Stichwort. Das wäre doch was. 10-mal hintereinander deutscher Meister. Lass laufen, Junge. So wie wir 91. Da haben wir einmal der Derby gegen Erkenschwick gewonnen. Wir spielen hier auf Asche. Ich komme montags zum Training, Rasenplatz. Ich so, was ist? Da haben unsere Jungs mit den Fans das komplette Wochenende durcheskaliert, sind die Vorgärten abgelaufen rund ums Stadion und haben da Rasen rausgeholt und haben den bei uns eingepflanzt. Von der Aktion bin ich heute noch mehr angefasst als von meiner Frau. Das ist einfach. Durchgefeiert haben die 3 Tage mit den Spezialkopfschmerztabletten vom Andi. Rotwein in so eine Eiswürfelform einfrieren, fertig. Männer, gleich in der Halbzeit, ne? Bin ich mal gespannt, was ihr zum Spiel so sagt, als Unbeteiligte. So, und ich habe jetzt hier, pass auf, exklusiv das Protokoll der Partynacht von Bayern München. Das ist der Nagelsmann hat sich nach dem Dortmund-Sieg in den Mannschaftsbus gesetzt. Achtung, kein Witz, mit dem Gin Tonic, eine Brezel und Sushi. Mixe das zusammen, kannst den Mannschaftsbus tanken und der fährt dich von München bis Tokio. Und gefeiert haben die Bayern-Stars dann am Wittelsbacher Platz in München im Rocca Riviera. Ich erst gedacht, das ist Vereinsheim von Boca Juniors. Ist aber so eine Champagner-Schubsen-Scheißdreckbutze. Bei uns hätten wir gesagt, komm, bei meinem Friseur hier, bei Rudis Lockenpuff, die Stühle raus und ab geht's. Was machen die Bayern-Stars? Feiern das und haben dann so eine Pappmeisterschale im Fenster hängen als Deko. Das hätte ich eigentlich nur RB Leipzig zugetraut. Ja, und der Lewandowski war genau 62 Minuten auf der Meisterfeier. Da siehst du mal, wie eng der mit der Mannschaft ist. Und sagen, komm, heute hauen wir mal einen raus. Wäre ich der DJ gewesen, und der Lewandowski wäre gegangen, hätte ich gespielt, Servus, mach's gut. Wenn die Tür hinter dem zugegangen wäre, hätte ich noch einen hinterhergelegt mit Barcelona, Barcelona. Ich werde noch Opernsänger, ich sehe, merke ich auch in der Anni, Hermann, deine Diät läuft auch nach dem Motto, Kalorien werden beim Überbacken mit Käse abgetötet, ne? Stefan, ich will ja nicht sagen, du spielst langweilig, aber wenn ich dich einwechsel, kann ich nicht sagen, jetzt kommt mal Pfeffer ins Spiel, sondern Mehl. Müsste die Bayern-Konkurrenz das Saisonabschlusszeugnis zu Hause bei Muttern vorlegen, ne? Da würde BVB und Co. sagen, ja, Hauptsache ist doch, dass wir alle gesund sind. Bayern ist nur Meister geworden, weil der Rest so scheiße ist und die das einfach nicht packen. Bayern hat in den letzten 10 Jahren 175 Punkte mehr geholt als der BVB in der Liga. Da geht doch jede Domina hin, zieht sich die Ledermaske runter und nimmt die in den Arm. Die Konkurrenz schwächen, indem man denen alles wegkauft, das können die Bayern, ne? Ich sag nur Götze, Hummels. Und wer wird jetzt Lewandowski-Nachfolger? Ich sag euch was, Theorie. Brazzo und Kahn haben hinterrücks den Katar-Deal noch mal so ein bisschen, weiß ja seit der Mitgliederversammlung keiner mehr, legendär war das. Ne? Und mit der Kohle verpflichten die am Ende den Haaland. Was meinst du, was dann der Baum brennt? Anni! Pst! Was ist denn dein Spielsystem? ADHS? Andauernd Doppelpass hinten scheiße? Oder was? Boah, ich habe das ganze Wochenende nicht gepennt, ne? Weil nach dem Modestjubel mit dem Kaffee habe ich mir den natürlich gleich besorgt, ne? Und mir da erstmal so 54 Tassen hintereinander reingeknallt. Hat der eigentlich einen Kaffee auf oder was? Nach dem Torjubel greift er sich seine Packung und hält die so in die Kamera. Dann geht er nach dem Spiel, geht er dann noch hin und verteilt das an die Fans. Wenn du den Kölner Fans was Gutes tun willst, bring dir mal ein gescheites Pilz vorbei. Wahrscheinlich bei Instagram noch eine Story gemacht. Hier kriegen sie 10% auf. Kann der Modest, seitdem er die Kappe vom Baumgart aufgehabt hat, ne, läuft die auch wie Hulle, ey. PR-Aktionen, die nicht funktionieren, ne, das können wir bei Borussia Glückauf 07. Wir haben ja ein Autohaus, das Partner, Audienz, heißt so, seitdem der Besitzer mal beim Papst war, Audienz. Und der Andi hat mal eine Karre von denen bekommen und hat das Ding bei uns am Vereinsheim an den Parkplatz gestellt.
So, ne, Vereinsheim hier, Parkplatz da. Handbremse braucht Andi nicht, ne? Der Ding rollt voll bei uns in Vereinsheim. Scheibe kaputt, hat einer ein Foto gemacht, bei Facebook gepostet. Audienz, der Weg zum Himmel ist nicht mehr weit. Stefan, denk dran, stirbt der Geier irgendwann aus, ne? Dann bist du hier der hässlichste Vogel. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der war letztens im Zoogeschäft und sagt so, ich suche einen Lustmolch. Zehner hintermann. Oh, was ist denn los heute, ey? Was, wie heißt der? Wittelsbacher? Wichtelsbacher? Da geht doch jede Domina hin, zieht sich die Ledermaske runter und nimmt die in den Arm. Geht gleich gut, geht gut los. Nee, geht klasse. Ende macht der Meister. Nochmal? Nein. Oh Gott. Das ganze Wochenende durcheskaliert und haben wir aus dem. Ja, nochmal. Und mein Andi hat da eine. Scheiße. Die Reporter. Herr Müller. Nochmal. Stefan! Sag mal, nochmal. Stefan! Denk dran! Geil, auch die Pause dazwischen nochmal. Was ist denn dein Spielsystem? ADHS oder was? Andauernd!